ja, über Platon so spricht. Das heißt, dass es bei Platon eine gewisse Abwertung des Alltagslebens gibt. Und meiner Meinung nach hat er auch recht, wenn er so gedacht hat, indem er Aristoteles nicht mit Platon so verbunden hat, wenn er gedacht hätte, dass bei Aristoteles diese Abwertung des Lebens nicht so stark ist. Meiner Meinung nach sind die beiden Denker ganz verschieden in diesem Bereich. Aber es ist eine umstrittene Meinung. Das heißt, man wird allerlei finden in der Geschichte der Interpretationen über Platon und Aristoteles. Es gibt diejenigen, die sagen, Platon sei ein Dummkopf und Aristoteles hat alles klar gesagt, was Platon nur so Deutungsweisen, so Anschauungsweisen, die anderen sagen hingegen natürlich, das sind die Aristoteliker. Die Platoniker sagen, ja, Aristoteles ist ein Schüler, der sozusagen kopiert hat von Platon, aber er hat nichts anderes gemacht als zu kopieren. Wenn man eine gewisse Erfahrung hat mit Platonikern und Aristotelikern, kann man wissen, dass ja, es ist immer so, das heißt, die streiten von Anfang an und es gibt nicht so, dass mir es gibt keine Möglichkeit, dass sie sozusagen einen gemeinsamen Punkt finden. Aber ich glaube, ja, es ist so. Und ja, meiner Meinung nach, wenn ich meine Meinung ausdrücken muss, ja, meiner Meinung nach hat Nietzsche nicht so ganz unrecht. Das heißt, Platon kann so ausgelegt werden, dass er eine gewisse Abwertung vom Alltagsleben und vom menschlichen Leben gehabt hat. Nicht auf alle Fälle. Das ist nicht der ganze Platon. Platon natürlich vieles geschrieben, aber im Phaidon auch, dass es immer eine Abwertung der Sinne, des Sinneslebens, der Sinneswelt, der Sinneswirklichkeit gibt, das ist meiner Meinung nach nicht so leicht zu bestreiten. Und auch das Werden, also vom Werden, Entschuldigung, bitte. Aber Platon war doch bekanntlich adeliger, also sehr vornehmer Abkunft und ich glaube, das erklärt auch einiges. In der Tat gibt es diejenigen. In der Tat gibt es ja, die, ja, es ist vertretbar. Alles nicht so akzeptieren kann, was dem gemeinen Volk sozusagen. Das ist wahr. Das ist wahr. Das heißt, in der Tat. Nicht nur, aber ich glaube, es erklärt schon auch seine Grundhaltung. Ja, ja. Es ist so, dass bei Platon des Öfteren. Ja, ohne Zweifel. Ja, ich stimme völlig überein. Es ist so, dass bei Platon tatsächlich diese Opposition zwischen Sein und Werden, wir werden jetzt eben dieser Text sehen, Entschuldigung, ich will das über die auch nicht verlieren. Ja, das ungeheure Selbstbesinnung, Sie können jetzt schon nehmen. Es ist 364 nachgelassene Fragmente. Dass dieses Sein bei Platon ist es nicht so falsch zu sagen, dass bei Platon diese Opposition zwischen Sein und Werden, wobei das Sein das Gute ist und das Werden immer mit etwas Schlechtem assoziiert wird, nicht vertreten ist. Es ist vertreten. Diese Position ist vertreten, ist bei Platon. Das heißt, dass das Körperhafte Schlechtes und das, was nicht Körperhaftes ist, Gutes ist, gut ist. Und das dementsprechend, das Seiende Gut und das Werdende, der Wechsel, immer mit etwas Negativem assoziiert wird, ist nicht so falsch. Das heißt, meiner Meinung nach, Nietzsche trifft ja einen bestimmten Punkt. Es ist nicht so, man könnte auch sagen, für mich hat Platon recht, natürlich. Man darf schon sagen. Aber der Punkt ist, hat Nietzsche völlig unrecht, hat Nietzsche ein Problem aufgeworfen, das nicht am Wesen ist bei Platon? Meiner Meinung nach, nein, das ist am Wesen bei Platon. Wir können jetzt sehen, das ist auch sehr interessant. Nietzsche sagt,
46 gegen Mitte der Seite. Ungeheure Selbstbesinnung. Mitte der Seite, ja. Das ist immer Nachlass, aber es ist so leider manchmal, wie angedeutet, findet man im Nachlass Dinge, die entweder nicht publiziert worden ist, wie ich habe Ihnen gesagt, das Fragment über den europäischen Nihilismus, weiß nicht, warum er das nicht publiziert hat, oder Dinge, die bereit für Publikation wären, oder Dinge wie dieses Fragment, das sehr interessant sind, das uns behilflich sein können, um zu verstehen, was etwas in den Texten geschrieben worden ist und die vielleicht klarer sind als etwas, das in den Texten geschrieben worden ist. Sie können sagen, ungeheure Selbstbesinnung, nicht als Individuum, sondern als Menschheit sich bewusst werden. Besinnen wir uns, denken wir zurück, gehen wir die kleinen und großen Wege. Aber der Mensch sucht die Wahrheit. Eine Welt, die nicht sich widerspricht, nicht täuscht, nicht wechselt, eine wahre Welt. Eine Welt, in der man nicht leidet, immer wieder. Psychologie der Metaphysik. Das ist ein bisschen später geschrieben worden als das vorangehende Fragment. Es ist schon Herbst 1887, deswegen sind noch nicht einmal 2 Jahre von geistigem Leben von Nietzsche, denn er wird verrückt Anfang Januar 1989, sind wir schon im Herbst 87. Mehr oder weniger in dieser Periode arbeitet er schon am Antichristen zur Genealogie der Moral, Ecce Homo und Götzendämmerung, von dem ich etwas verteilt habe, sind wir schon in der letzten Periode von Nietzsche. Und in der man nicht leide, Widerspruch, Täuschung, Wechsel, Ursache des Leidens. Er zweifelt nicht, dass es eine Welt, wie sie sein soll, gibt. Er möchte zuerst sich den Weg suchen. Indische Kritik, selbst das sich als scheinbar, als nicht real. Woher nimmt hier der Mensch den Begriff der Realität? Warum leidet er gerade das Leiden vom Wechsel? Warum leidet er gerade, Entschuldigung, wenn ich, vom Wechsel, Täuschung, Widerspruch ab? Und warum nicht vielmehr sein Glück, die Verachtung, Entschuldigung, ja, der Racht, der Hass gegen alles, was vergeht, wechselt, wandelt? Woher diese Wertung des Bleibenden? Ersichtlich ist ja der Wille zur Wahrheit bloß das Verlangen in eine Welt des Bleibenden. Die Sinne täuschen, Platon. Die Vernunft korrigiert Irrtümer. Folglich, schloss Mann, ist die Vernunft der Weg zu dem Bleibenden. Die unsinnlichsten Ideen müssen der wahren Welt am nächsten sein. Von den Sinnen her kommen die meisten Unglücksschläge. Sie sind Betrüger, Betörer, Vernichter. Das Glück kann nur in seiner verbürgt sein. Wechsel und Glück schließen sich aus. Der höchste Wunsch hat demnach die Einswerdung mit dem Seienden im Auge. Er ist sogar das Subjekt, sozusagen, so lebensmüde, sich selbst müde, seiner selbst müde, dass das Subjekt sogar träumt von einer Vernichtung im Seienden. Das heißt, er ist nicht mehr stark genug, die Wirklichkeit zu ertragen, gegen die Wirklichkeit zu kämpfen, sich in die Wirklichkeit einzustürzen und träumt sogar von einer Auflösung, Selbstauflösung. Das ist der sonderbare Weg zum höchsten Glück. In Summa, die Welt, wie sie sein sollte, existiert. Diese Welt, in der wir leben, ist nur Irrtum. Diese unsere Welt sollte nicht existieren. Der Glaube an das Seiende erweist sich nur als seine Folge. Das eigentliche Primum mobile ist der Unglaube an das Werdende, das Misstrauen gegen das Werdende, die Geringschätzung alles Werdens. Das heißt, es ist so, dass man zuerst vom Werden, man sagt, was heißt eigentlich Werden? Werden ist das Leben. Das heißt, das irdische Leben, das, was mit dem ich hier konfrontiert bin und das mich auch leiden lässt, das heißt, mich auch zu Depressionen führen kann. Er sagt nicht Depression, aber wenn man
wenn man viele Texte von Nietzsche liest, in dem er diesen Zustand, diesen Menschenzustand analysiert, meiner Meinung nach hat er wirklich, was wir heute Depression nennen würde, gemeint. Das heißt, ein Zustand, in welchem man wirklich nicht mehr es schafft, mit der Realität, mit dem Leben Dekadenz, ja, er spricht von Dekadenz, er spricht von anderen, nicht von Depression, denn wahrscheinlich war das in der Psychologie noch nicht im Laufe, noch nicht in Schwung, aber wenn man wirklich die Symptome analysiert, auch zur Genealogie der Moral, sagt, das ist symptomatisch für eine, das sind Symptome für eine Depression. Das, und ja, es ist so, das heißt, zuerst, man schafft nicht mehr, mit dem Werden sich zu konfrontieren, mit dem Leben zu kämpfen auch, oder das Leben in Angriff zu nehmen, sich in die Wirklichkeit hineinzustürzen, die Wirklichkeit zu akzeptieren. Dass ich sage, ja, ich bin unter Stress, ich akzeptiere den Stress, will nicht deprimiert sein, ich will etwas, ich will leben. Man sagt hingegen, ich schaffe es nicht mehr. Das heißt, das ist der Zustand, der eine Person zu Welt des Seins nach Nietzsche führt. Und er analysiert dann so besser diese Psychologie in diesen letzten Paragraphen. Was für eine Art Menschen reflektiert so? Eine unproduktive, leidende Art. Eine lebensmüde Art. Ja, dächten wir uns die entgegengesetzte Art Mensch, so hätte sie den Glauben an das Seiende nicht nötig. Mehr noch, sie würde es verachten, als tot, langweilig, indifferent. Der Glaube, dass die Welt, die sein sollte, ist, wirklich existiert, ist ein Glaube der Unproduktiven, die nicht eine Welt schaffen wollen, wie sie sein soll. Sie setzen sie als vorhanden, sie suchen nach Mitteln und Wegen, um zu ihr zu gelangen. Wille zur Wahrheit als Ohnmacht des Willens zum Schaffen. Das heißt, hier steht auch vieles drinnen. Zuerst, was können wir sagen? Er sagt, wer denkt so? Ein unproduktiver Mensch. Das heißt, ein Mensch, der nicht mehr Lebenslust haben kann, Lebensfreude und auch nicht mehr Lebensleiden akzeptieren kann. Das heißt, er will nicht mehr Gefühle haben. Er will sozusagen Ruhe. Ruhe, aber absolute Ruhe. Das heißt, er kann nicht mehr, er schafft es nicht mehr mit dem Leben. Er schafft einfach nicht mehr. Er will Ruhe im Sein. In etwas, das ihm nicht aufregt, nicht so etwas anregt, nicht ihn überfordert, etwas, das von ihm nicht erfordert und ihn nicht überfordert. Er schafft es nicht mehr. Und nicht zufälligerweise sagt er, eine unproduktive, es ist nicht produktiv, es ist nicht mehr schöpferische Kraft, nicht mehr wollen, ist Leidende. Er leidet, dieser Mensch leidet. Das heißt, er leidet und nicht nur, er schafft es nicht mehr, das Leiden zu ertragen. Und ist lebensmüde. Lebensmüde, warum? Weil diese Art von Mensch, von Menschen ist so, dass sie nicht mehr eben den Wechsel und der Alltagskonfrontation ertragen kann. Er sagt einfach, für mich ist Leben etwas Falsches. Leben hat mich so enttäuscht, dass für mich ist das Leben an sich selbst etwas Falsches. Das ist nicht nur eine Periode von meinem Leben, sondern das Leben an sich selbst. Und die Welt von Leben ist auch etwas Falsches. Er weist alles ab. Nicht nur eine Periode oder einen Tag, aber alles. Das heißt, Leben ist Falsches. Ich habe die Rechnung geschlossen. Ich kann nicht mehr aufstehen, sozusagen. Ich kann nicht mehr wollen im Sinne, ich kann nicht mehr aufstehen und kämpfen. Und das ist für ihn der Ursprung der Metaphysik, der Ontologie und der Religion. Und was können wir noch sagen?
eben eine an Glaube der Unproduktive, die nicht eine Welt schaffen wollen, wie sie sein soll. Wille zur Wahrheit als Ohnmacht,